Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Episode von Schlacht um Mittelerde. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß am Montag und habt heute auf dem Mittwoch einen schönen Tag gehabt. Link zum Koop. Die Armeen Rohans sind geschlagen und versprengt. Die Gemeinschaft hat versagt und der Ringträger irrt einsam durch die Wildnis. Möge jetzt Fangorn brennen, um Orthancs Schmieden zu befeuern. Den Link zum Koop-Kampagnenmodus mit Kurga findet ihr unten in der Beschreibung. Klickt euch da mal rein, lasst dort ein Like da, guckt euch das Video an. Mir hat auf jeden Fall seine erste Folge wirklich gut gefallen. Fangorn ist die Heimat der Ents und ein unerschöpflicher Quell von Rohstoffen für meine Schmieden. So, was müssen wir machen? Das sieht ja nicht so toll aus dort, ne? Baumbart. Nee. Doch, das ist Baumbart hier. Vorsicht! Die Ents kommen! Okay, was haben wir hier? Die Ents beziehen ihre Kraft aus dem Endding. Wir müssen ihn zerstören. Vernichte Baumbart. Okay. Uiuiui. Es gibt viel zu tun. Nährt unsere Schmieden mit dem Holz aus den Wäldern Fangorns. Wir brauchen Brennholz, um eine mächtige Armee zu erschaffen. Nichts wird uns aufhalten. Was, ich hab nur die hier? Nee, doch. Macht eure Waffen bereit! Nicht zurückfallen! Niemand kann uns trotzen! Macht eure Waffen bereit! Ach du Scheiße. Ruhe jetzt! Üble Kreatur! Wow, 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 ich hab zu wenig Feuerpfeile. Ach du Scheiße. Macht ihn fertig, Leute! Das tut doch weh. Die Ents knicken vor meiner Armee um wie Sklaven. Aber wieso? Wir werden hier lagern. Hier entlang. Aufwachen! Maulhalten! Verdammten Elben sind zurück. Sehr gut. Wir greifen an. Bald. Angriff. Bolzen los. Wo ist denn nur Saruman? Verdammt nochmal. Eine neue Macht. Wir werden angegriffen. Aufpassen, du. Auf ihn. Los. Bolzen einlegen. Los. Keine Gefangenen. Armbrüste. Auf ihn! Los! Schieß! Da! So. Isengard wird siegen. Gut. Schlachthof. Hier muss ein Speerlager sein. Vernichtet die Elben. Lasst keinen am Leben. Aber was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Graben meines Willens. Ihr sollt hier einen Schlachthof bauen. Isengard wird siegen. Euer Ernst? So, kann ich dann jetzt hier einen Schlachthof bauen? Eine Orkgrube. Rüstkammer, das ist sehr gut. Aufpassen, du. Der Sieg ist nah. Wieso greift er nicht an? Das Inting ist nicht weit weg. Auf sie! Komm zu mir, meine Diener. Komm zu mir, meine Diener. Die Zauberei kann uns bei der Zerstörung des Waldes helfen. Lasst keinen am Leben. Feuer frei hier, Leute.
So, was müssen wir jetzt hier noch bauen? Eine Ohrgrube haben wir, eine Rüstkammer haben wir auch. So, dann machen wir hier noch einen Schlachthof und noch so eine Eisending. Und dann bauen wir hier aber alles aus mit Wachtürmen. Wer weiß, wofür das gut ist. Sicher ist sicher. Eine neue Macht erhebt sich. Kann doch jetzt nicht sein, dass der die Feinde nicht alleine angreift, Mann. Also. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Wir sehen ja noch mehr. Ah, jetzt reicht's. Ruhe! Feuer frei! Unsere Zeit ist gekommen. Zurück, Bolzen einlegen. Feuer hier. Feuert! Sehr gut. Sie greifen uns an! So, Feuerpfeile hier erstmal. Die Ents beziehen ihre Kraft aus dem End. Feuer! Wir müssen ihn zerstören. Sag mal, fass ich's denn? Ey. Aber wie viele kommen denn hier noch? Da werden ja immer mehr! Los! Sie greifen uns an! Eine neue Macht erhebt sich! Feuerpfeile sind fertig! Lasst es Bolzen hageln! Ja. Toll. Für die Gruppen, die schon tot sind, die haben jetzt ein Feuerpfeil-Upgrade gekriegt. Nice. Greifen an! Was ist das hier? Ach, hier oben ist der Vorposten. Okay. Kommt, ihr Schnecken! Niemand kann uns trotzen. Kommt, meine Diener! Ruhe jetzt! Wer weiß, was wir hier unten noch finden. Bewegung! Sag mal, wo kommen denn die her, Mann? Der Feind! Das ist doch nicht normal. Warte mal, in der Rüstkammer kann man vielleicht noch das Banner erforschen. Feuer frei! Ne? Sag mal, die kommen doch von überall her. Das gibt's doch schon fast gar nicht. Sag mal, muss ich euch denn hier alles selber sagen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Lasst es Bolzen hageln! Lass es Bolzen hageln! Riecht ihr was? Bolzen einlegen! So, das Upgrade ist fertig! Das ist ja hier echt der Hit, ey. Der musste alles sagen, ne? So. Nicht trödeln! Weiter so! Das hier sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt. Ich frage mich halt nur, wo die herkommen, Ruhe! Ne? Nicht trödeln! Bleib zusammen! Ja, irgendwo müssen sie ja herkommen, die Typen. Nicht trödeln! Aber hier machen wir jetzt ein Sägewerk hin. Da kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Bewegung! Bleib zusammen! Hoffe jetzt natürlich, dass hier nicht irgendwo hier gespawnt wird. Bewegung! Ist auch irgendwas Bauplatzmäßiges. Bleib zusammen! Ah, nice. Bauwaffen! Aufpassen, du! Die spawnen halt wirklich random hier, ne? Ich krieg Hunger! Lasst es Bolzen hageln! Tschüss! Los! So, haben wir hier mein Banner-Upgrade. Es lebe die weiße Hand!
So. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier drüben auf jeden Fall erstmal, denke ich mal, ganz gut geklärt. So, hier haben wir ja unsere Bauplätze. Das heißt, wir müssen dann hier hoch. Wir müssen hier oben dieses komische Zwischenlager von denen vernichten. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Macht eure Waffen bereit! Aufpassen, du! Niemand kann uns trotzen! Schluss mit dem Gequatsche! Ihr wimmelt es von Feinden! So, die machen jetzt hier ein bisschen was von meinem Sägewerk kaputt. Aber das kann ich, glaube ich, nachbauen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die zwei Fähigpunkte von der letzten, von der letzten Mission. Wichtig ist nur, dass alle Feuerpfeile haben hinterher. Das ist mit das Wichtigste. Weil wir müssen dann schließlich gegen Ents kämpfen und die sind natürlich anfällig für Feuer. Hört mal. Deshalb upgraden wir jetzt erstmal die wir haben. Die werden jetzt erstmal geupgradet. Noch mehr stinkende Arbeiter. Mir fällt hier gerade ein. Noch mehr stinkende Arbeiter. Dass ich das hier mal abreiße. Geringe Kosten für Wagreiter. Wagreiter haben wir nämlich nicht. Wir bauen hier Schmelzöfen hin. Denn wir haben dann drei Schmelzöfen und mit drei Schmelzöfen haben wir 15% Ersparnis. Ne, dann haben wir vier Schmelzöfen, dann haben wir 20% Ersparnis auf Upgrades. Jetzt kosten sie noch 900, die Feuerpfeile. Und da werden wir jetzt mal gucken, was sie jetzt kosten mit vier. Oh, die arbeiten sich hier schön nach vorne. Macht, was euch befohlen wird! Holt mehr Holz! Aber Armbrustschützen ist, glaube ich, auch das, was ich sowieso am meisten brauche, oder? Deshalb kann ich hier... Was? Achso, ich habe kein Geld. Also 900 hat es eben gekostet, die Upgrades dazu. Ruhe jetzt! Bauen halt! Ruhe jetzt! Macht euch kampfbereit! Jetzt machen wir hier... Die Uruks und ihre Armbrüste sind und jetzt kostet es 800. Jetzt kostet es halt eben 100 Gold weniger, das ist okay. Passt ja. Sehr schön, sehr schön. Es lebe die weiße Hand. Es lebe die weiße Hand, jawohl. Bolzen einlegen. So. Bolzen einlegen, Bolzen einlegen. Schluss mit dem Gequatsche. Ruhe jetzt. Sehr gut, sehr gut. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Kann man hier noch was machen? Ne, wir haben alles abgegradet. Schluss mit dem Gequatsche. Sind bereit. Aufpassen, du. Schluss mit dem Gequatsche. So, hier wird das jetzt erforscht, wenn wir dann die 480 zusammen haben. Nämlich jetzt, dann können wir die nämlich auch gleich wieder hinstellen. So, gehen wir dann jetzt hier sukzessive weiter. Ich hoffe, das reicht dann da oben, um die Typen hier zu plätten. Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Wir können es ja hier mal... Die weiße Hand. Mal gucken, hier stehen einige versteckte Einheiten. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Lager, das heißt, wir können dann noch ein paar mehr... noch ein paar mehr Schmelzöfen bauen, wodurch dann unsere Upgrades billiger werden. Was steht hier? 5 Schmelzöfen, also 6 und mehr sind 40%, also wir brauchen 6 Stück. Das heißt, wir brauchen dann noch 2. Zwei Upgrades brauchen wir noch, zwei Schmelzöfen, dann können wir da mal 40% Ersparnis hier zu den Upgrades. Das ist natürlich nicht schlecht. Keine Ahnung, was es normal kostet. 1000 wahrscheinlich oder so. Ja, mal ranzoomen hier, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge erwähnt habe. Ich habe ein Grafik-Update. So ein Grafik-Patch. Da sieht das alles ein bisschen besser texturiert aus. Find ich. Hier auch Feuerpfeile? Ne, das wäre natürlich auch nice, ne? Schluss mit dem Gequatsche! Kommen jetzt hier noch welche oder war es das dann schon? Ne, das war's schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Einheiten mit Armbrüsten. Aufwachen! Schluss mit dem Gequatsche! Weil aber davon die Hälfte auch schon halb tot ist, so ungefähr. Ruhe jetzt. Zurück in Formation. Dann machen wir noch eine. Ich habe ja noch ein paar Punkte, habe ich noch frei.
Dann mache ich lieber noch eine Nahkampftruppe. Ne, ich mache komplett. Ich gehe komplett auf Fernkampf. Nahkampf habe ich hier eine Truppe und Saruman. Ich krieg langsam Hunger. Sklaven meines Willens. Eine neue Macht erhebt sich. Und ihr Sieg ist nah. Hier fallen mir natürlich auch einiges an Dings weg durch die Leute hier, ne? Weil ein so ein Typ ist ein Kommandeurspunkt. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Wir können nicht noch mehr einlegen. Krieg ich nicht. Bewegung! Aber das macht nichts. Keilformation. 25 Schaden, minus 25 Rüstung. Okay. Formation! Bolzen einlegen! Maul halten! Es lebe die Weisheit! Mach mal lose Formation. Und dann haben sie aufwachen. Nämlich. Eine neue Macht! So, Männer! Vorwärts! Isengard wird siegen! Riecht ihr was? Kommt ihr Schnecken! Niemand kann uns trotzen. Vorwärts! Maul halten! Bleibt zusammen! Bolzen los! Sie greifen an! Der Sieg ist nah. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Ruhe! Das Problem ist, dass die hinten nämlich jetzt hier rumstehen. Nicht schießen. Das wird dich nicht retten. Du bist schwach. Was ist das? Schluss mit dem Gequatsche. Ruhe! Da! Wir werden angegriffen! Wer Feuer schnell! Da! Sie sind da drüben! Bolzen einlegen! Wo ist denn Saruman? Der kämpft hier. Lasst keinen am Leben! Schluss mit dem Nachtsieg! Bolzen einlegen! Ja, wir haben auf jeden Fall einiges verloren. Fast 100 Truppen haben wir jetzt verloren. Bolzen einlegen! Ja, die Frage ist halt eben, kriegen wir das wieder? Plündert es! Weil wir haben ja. Ihr werdet nicht gefaulet! Die Elben werden für ihre Torheit bezahlen. So. Riecht ihr was? Also 1, 2, Isengard Festung, Verteidigungsgebäude. Schlachthof. Riecht ihr was? So, wir werden ja dann sehen, ob wir, Isengard wird siegen. Wir haben zum Beispiel die komplette Urukai Nahkampftruppe verloren. Aufpassen, du! So, was hat er hier? Hier steht auf jeden Fall nichts rum. Wir werden dann auch von hier kommen, weil hier haben wir ja schon alles weg. Ruhe! So, dann wollen wir mal hier noch eine Reihe Uruks bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben eigentlich an Truppen nur unsere Nahkampftruppe verloren hier. An Fernkampftruppen haben wir noch alle. Problem ist hier, ihr seht schon, die haben alle relativ wenig HP. Was das ein bisschen schwierig gestalten könnte. Wir haben die Urukube vergrößert. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Hört mal! Bewegung! Wir warten jetzt auf jeden Fall, bis das hier alles regeneriert ist. Aber das müsste eigentlich gleich soweit sein. So wie das hier aussieht. Es lebe die weiße Hand. Das sieht hier ganz gut aus. Nichts wird uns. Saruman hat sich auch regeneriert, was das Zaubern angeht. Beeilt euch! Niemand kann uns trotzen. Ja. Wo ist Baumbart?
Schluss mit dem Gequatsche! Feuer, Feuer, Feuer! Los, Schieß! Auf geht's! Los! Das war das Letzte. Unsere Zeit ist gekommen. Lasst es uns Nasen einlegen. Was ist das? Die Ents werden brennen. Lasst keinen am Leben. Armbrüste! Reiten und Bamba. Schützt den Entding. Unsere Zeit ist gekommen. Der Wolf! Schnell! Der Feind greift. Nichts wird uns aufhalten. Fühle meine Macht! Feuer! Alter, das werden ja immer mehr, Mann! Feuert! Eieieiei! Das sieht nicht gut aus. Eine neue Macht erhebt sich. Ach du große Gott. Elende Kreaturen. Okay, ich produziere mal nach, ne? Darum, Mann, du kommst mal zurück. Was machen wir jetzt? Lasst es Bolzen hageln. Oh Gott. Mehr Bolzen, schnell! Alter, die sind übel stark, die Typen. Die Wir sind auf jeden Fall stärker wie die Bolzen einlegen. In der vorigen Runde. Mehr Bolzen, schnell! Feuer frei! Wo ist Baumbart? Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Baumbart hat nur noch halb HP. Maul halten. Es lebe die weiße Hand. Riecht ihr was? Greift er mich jetzt an? Nö, er bleibt zu Hause. Der brennt hier, der geht bestimmt gleich drauf. 100 Pro. Sag ich doch. Baumbart brennt halt auch, ne? Das ist halt auch übel geil. Es ist jetzt natürlich doof, dass meine Einheiten, meine guten Einheiten halt eben verreckt sind dabei. Aber das kann man jetzt nicht ändern. Was haben wir hier? Bäume werden zu Rohstoffen. Nice. Ach, schade. Nee, ich nehme mich jetzt hier gleich erstmal hier rundrum gemacht. Es lebe die weiße Hand. Los mit dem Gequatsche! Zum Lager! So, wir warten jetzt noch, bis Saruman da ist und dann. Ist halt geil, wie er hier brennt, ne? Baumbart brennt. Die Uruks und ihre Armbrüste. Er verliert halt eben immer wieder AP dabei. Es lebe die weiße Hand. Ja, der erste Angriff ging ja wohl mal gehörig in die Hose, wa? Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Es lebe die weiße Hand. Armbrüste! Angriffsformation! Unterschätzt niemals die Macht Sarumans. Auf eure Posten! Sklaven meines Willens. Hört mal! Die Uruks und ihre Armbrüste es sind bereit. Es lebe die weiße Hand. Sehr schön. Die Produktion läuft. Die Produktion läuft. Frage ist. Hier hinten noch was? Hier hinten ist nämlich noch ein Lager. Hier gibt es immer Arbeit. Das werden wir noch besetzen. Die Uruks und ihre Armbrüste. Baumbart brennt halt immer noch. Er ist halt auch gleich tot. Schloss Maulhalbwaffe! Riecht ihr was? Hier gibt es immer Arbeit. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Sehr schön. Ruhe jetzt. Hier sind sie. Es lebe die weiße Hand. Hört mal. Die Uruks und ihre Nice, die hier kam genau noch rechtzeitig raus. Es lebe Komm die zu mir, Hand. Meine Diener. Maul halten. So, Männer. Angriff. Komm zu mir, meine Diener. Saruman kommt auch nochmal mit. Ruhe jetzt.
und alle Mann in Formation. Hier hingestellt. Bolzen einlegen! Armbrüste! Aufpassen, du! Aufpassen, du! Aufpassen, du! Ruhe jetzt! Maul halten! Hört mal! Maul halten! Aufpassen, du! Ruhe jetzt! Maul halten! Aufpassen, du! Isengard wird siegen! Und rein da! Jawohl! Was ist das? Da! Sie sind da drüben! Schluss mit dem Gequatsche! Riecht ihr was? Ruhe! Da! Sie sind da drüben! Armbrüste! Oh ja, rein, 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 rein! Jawohl! Der Sieg ist nah! Sehr schön, das war's! Darum man kloppt noch schön mit drauf. Narr! Einwandfrei. So muss es sein. Sehr schön. Zerstöre den Endling. Steige mit Saruman in Rang 3 auf. Hetze zwei Horden Urukai-Krieger aufeinander. Kombiniere eine Urukai-Krieger. Ambusschütze mit einer Horde Urukai. Stopp. Attacke! Kehrt um! Armbrüste! Ruhe jetzt! So, was? Wir sollen jetzt zwei Urukai-Horden. Was ist denn jetzt? Ach, die bauen sich wieder auf, okay. Aufpassen, wie kann ich die jetzt auflösen? Gar nicht mehr, war gut. Dann habe ich. Dann halt eben nicht. Wenn ich da nicht mehr, dann funktioniert es halt nicht. Schade, das hätte ich vielleicht. Das muss ich das nächste Mal vorher lesen. Die Bonusziele, weil da gibt es ja Punkte für. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Hört mal, unsere Zeit ist gekommen. So. Na gut, schade. So, das Ding ist gleich im Arsch. Und damit dürfte es jetzt gewesen sein. Ja, da sag ich doch. Sieg! Eine neue Macht regt sich. Der Sieg ist nah. Gewonnen! Punkte. Bonusziel habe ich kein einziges erfüllt. Das ist schade. Veteraneinheiten haben wir 21, die aufgestiegen sind. Wertung überlebt. Ein Spezialfähigkeitspunkte und 20% Rohstoffe. Ja, scheiße halt, ne? Aber passiert. So, wo geht's am Freitag hin? Ah, jetzt haben wir hier freie Auswahl. Isengard steht bereit mit Schwert und Speer. Die Vernichtung Rohans hat begonnen. Ist in mit Rohan. Das ist Rohan. Akt 3, Akt 5, Akt 2. Hier ist 3. Hier ist 3. Pforte von Rohan. Junge, Junge, Junge. Gut, dann werden wir uns hier nächste Folge. Denke ich mal an den Saum Fangorns machen und dann werden wir mal gucken. Also, bis dahin, bleibt da gesund, macht das gut, ciao, tschüss, euer Himmert.